freut es mich auch berichten zu dürfen, dass wir im Bereich der Heeresstruktur neue Wege gehen, nämlich wenn es darum geht, schmale Kommando- und Verwaltungsstrukturen zu haben und eine Stärkung der Truppe herbeizuführen. Und es freut mich ganz besonders, dass der Herr Landeshauptmann heute auch hier ist mit dabei und ich ihm auch und allen anderen Landeshauptmännern natürlich auch mit auf die Reise geben kann, dass es selbstverständlich starke Militärkommanden geben wird. Und selbstverständlich auch, und darauf liegt auch der Fokus, starke Pionier- und Sicherungstruppen, die im Bedarfsfall bei Katastrophen etc. auch rasch verfügbar für die Länder auch sind.